Ich bin als Projektpatin von der Lebenshilfe in diesem Projekt tätig. Und unser Projekt ist eine Kooperation vom Familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe hier in Herrenberg und dem türkischen Arbeitnehmerverein in Herrenberg. Und es geht quasi darum, die Jugendlichen von diesen beiden Vereinen miteinander in Kontakt zu bringen, also einen Raum zu schaffen, in dem die Jugendlichen einfach die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. Hast du nicht komplett? Nur hier oben. Wenn es trocken ist, dann lassen wir den jetzt da trocknen. Dann haben wir die Form von euren Händen und die malen wir dann noch an. Und dann kommen die auf so eine Papierwand. Ja, genau, auf eine Leinwand. Aber davor muss man ganz fettig einschmieren mit Creme. Und jetzt heute hatten wir eben so ein Kunstprojekt und haben Hände eingegipst und dann so eine ganz große quasi Collage aus diesen Gipshänden gestaltet. Und im Grund kommt immer deutlich raus, in dem Moment, wo man was zusammen macht und eben nicht nur rumsitzt, sondern so ein Produkt am Schluss hat, da funktioniert es, da kann man miteinander in Kontakt kommen. Die Jugendlichen von der Lebenshilfe sind total begeistert. Die freuen sich einfach immer, wenn externe Jugendliche mit dazukommen und sie quasi nicht immer nur unter sich sind. Genau, das ist so ein Highlight, wenn die THV-Jugendlichen kommen. Dann freuen sich die Jugendlichen hier bei uns im Verein einfach total. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass das so ist, dass man nicht nur die Leute von der Arbeit oder von Freundeskreis kennt, sondern auch von zum Beispiel türkischen Arbeitnehmer kennenlernt oder von Stadtjugendring. Da finde ich schon sehr gut. Da haben wir uns noch nicht weiter Gedanken gemacht, aber die Hoffnung ist natürlich schon da, dass das eine anhaltende Auswirkung A auf die einzelnen Jugendlichen hat, aber auch auf die Vereine, so das Stichwort interkulturelle Öffnung, also quasi die Öffnung der beiden Vereine füreinander oder insgesamt für andere Kulturen, ist schon auch eine Zielsetzung von dem Projekt. Und da hoffen wir, dass da auf jeden Fall ein bleibender Benefit gegeben ist.